Kaum zu glauben, Jans Franz ist 70. Er sitzt heute leider im Rollstuhl, das tut aber seiner Wildheit und seiner Aggressivität keinen Abbruch. Jans Franz ist kein gebürtiger Salzburger, er kommt aus Graz. Er ist quasi aus dem Dschungel der Grazer anarchistischen Künstler Ende der 60er Jahre hervorgewachsen, ist nach Salzburg gekommen in den 70er Jahren und hat hier zu malen begonnen. Jans Franz ist das wildeste Maltier, das wildeste künstlerische Tier, das jemals in Salzburg gegrast hat, hier auf der relativ friedlichen Salzburger Kunstwiese. Sein persönliches Damaskus-Erlebnis hat Jans Franz sicherlich bei Hermann Nitsch erlebt. Er hat bei ihm an der Sommerakademie studiert. Nitsch und Jans Franz waren und sind verwandte Seelen, die sich gegenseitig sozusagen angestachelt haben und sich gegenseitig erkannt haben. Dementsprechend wild ist die Auffassung des Künstlers, die Produktionsauffassung, die Leinwand wird zum Schlachtfeld. Und man sieht das aus jedem, auch bei jedem Werk dieses außergewöhnlichen Künstlers, jedes Bild ist das Dokument einer wilden Auseinandersetzung. Ein anderes Vorbild für Jans Franz war Egon Schiele, seine eigene Erotik. Und auch für Jans Franz ist ein Ding ganz entscheidend, die Frau. Jedes dieser außergewöhnlichen Bilder schreit Sex, Sex, Sex. Für Jans Franz gibt es Brüste, Vaginas, die permanente Verführung, das ist für ihn wichtig. Männer spielen überhaupt keine Rolle. Vielleicht fasst er sich selber sogar als weibliches Wesen auf. Er verehrt Brigitte Bardot und andere Schauspielerinnen, das sind für alles Ikonen. Grundsätzlich kann man sagen, alles, was Jans Franz an die Leinwand schleudert, das ist das Ich. Ich, 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 Sex, 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 Frau, Frau, Frau. Das ist das Wichtigste im Werk dieses Künstlers. Besonders wichtig ist auch die Auseinandersetzung mit Pferden. Jans Franz war Kellner, er war Pferdezüchter und hat aus Arabien besondere Tiere importiert und deren Lebensgeschichte, deren Stammbaum rekonstruiert, hat sich damit auseinandergesetzt. Es gibt ganze Zyklen, wo er sich mit diesen arabischen Stuten und Hengsten auseinandersetzt. Typisch für die Kunst des Jans Franz ist die Verbindung von bildnerischer Kunst und Literatur. Der Künstler kratzt in die feuchte Farbe, wüste Sprüche, sehr viel Zotiges. Also wenn man sich da auseinandersetzt, ist ein eigener poetischer Kosmos des Animalischen, des Anstößigen auch. Aber das ist die ganze Faszination dieses Künstlers.